Folge 69. Jetzt ist Schluss mit lustig. Stör mich nicht. Hallo Basir. Dicke Daniel. Du siehst durstig aus, Fremder. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Nee. Zeig mir deine Ware. Ja, huste mich einfach an. Es ist nicht irgendwie so, dass wir krank werden können. Ja, huste du mich einfach mal an hier. Ja, ja, was willst du? Was willst du? Hm? Was willst du? Ja, komm, wollen wir Waffen kreuzen? Na? Ja, war ja klar, dass du wieder feige bist. Hey, Basir. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Okay. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Gott. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Monterra Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Klar. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Okay. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Okay, das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Na, gibt's hier noch irgendwas Tolles? Nee, nichts, was sich zu stehlen lohnt. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Sklave, Sklave, Sklave. Sklavenwache. Du musst weiter! Baggerdog. Kriegerveteran, versklavter Schürfer, Fährtenleser. Schauen wir hier mal so vorbei. Hey Leute! Menschenjäger. Hallo du. Meine Fresse, ich schufte mir hier den Arsch ab. Hoffentlich kommt bald mal die Ablösung. Was ist dir eine kleine Pause wert? Oh Mann, ich gebe dir alles, was ich habe, wenn du mich hier rausholst. Na gut, was hast du denn? Ich habe dieses Artefakt hier gefunden. Einen seltsamen Kelch. Den würde ich dir überlassen. Du hast einen Kelch gefunden, sagst du? Ein Feuerkelch? Was weiß ich denn? Ich kenne mich doch nicht mit den Dingern aus, Mann. Okay, vielleicht können wir also einen weiteren Feuerkelch finden. Wann kommt denn endlich die Ablösung? Ich drehe noch durch. Was gibst du mir, wenn ich dich hier raushole? Aber ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Wir können jetzt uns zwischen zwei Leuten entscheiden. Entweder kriegen wir einen Feuerkelch oder gar nichts. Fragen wir dann nochmal Bogok, Bogdok, keine Ahnung, wie er heißt. Lass mich in Ruhe. Baggerdog. Ich werde einfach abwarten. Und du? Mach hier keinen Ärger, klar? Okay, und du? Du musst weiter. Verschwinde. Okay, von denen weiß ich, können wir jetzt nichts machen. Hier lag doch, da lag ein Dietrich rum. Eine Waldbeere. Okay, wir dürfen... Wow, da geht's runter.
hier dürfte auch der Treffpunkt der Rebellen irgendwo sein, da wir ja hier einen Turm haben. Naja, vielleicht auch nicht. Es kommt noch schlimmer. Verdammt, wie können wir denn hier... Erstmal Pause machen. Geh jetzt besser. Besser, du gehst ich weiter. Mich ein wenig geh jetzt besser. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ach, Bradley. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was ist los? Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Okay. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Hm. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Okay. Ich such dir einen Sklaven aus. Gut. Aber mach nicht zu lange. Schichtwechsel im Sklavenlager. Dann schicke ich auf jeden Fall den Kerl mit dem Feuerkelch raus, wenn der denn einen Feuerkelch hat, denn da ist zumindest etwas, was wir kriegen könnten. Um es ganz plakativ zu sagen. Geh zum Viehhof. Danke, Mann. Ich bin schon unterwegs. Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja, hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Tatsächlich haben wir einen Feuerkelch erhalten. Erzähl mir was über deinen Aufseher Bradley. Bradley macht seine eigenen schmierigen Geschäfte hier im Lager. Jeder Sklave hier will nach draußen auf die Höfe. Keiner will hier drinnen arbeiten. Bradley hat so eine Liste. Wer auf Bradleys Liste ganz oben steht, kommt auf einen der Höfe für eine Weile. Dieses verdammte Schwein lässt sich von uns dafür bezahlen, um in seiner Liste nach oben zu wandern. Verstehe. Okay. Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier. So, die beiden dürfen zum Viehhof und das war's dann einfach. Hallo, Fährtenleser. Wir wollen nochmal mit Bradley reden. Wo ist denn der Kerl? Wahrscheinlich hier drin, oder? Ja, Bradley. Ich habe mich um die Sklaven gekümmert. Das sehe ich. Ich hätte es anders gemacht, aber von mir aus... Jetzt brauchen wir schnell neue Arbeitskräfte hier im Lager. Geh und sag Dennis vom Viehhof vor der Stadt, dass er mir neue Leute schicken soll. Natürlich, aber erstmal gehen wir schlafen. So. So, da bin ich gerade eben unterbrochen worden. Tja, passiert auch mal zwischendurch. Und wir sollen jetzt zu Dennis im Viehhof gehen. Ich suche gerade eben ganz kurz Lautstärkeregel. Okay, ist alles in Ordnung. Und deswegen müssen wir eigentlich zu Dennis zum Viehhof gehen. Mann, was willst du? Ich wollte dich eigentlich nur aufwecken, um dir auf die Nerven zu gehen. Weißt du das eigentlich? Mann, was willst du? Das habe ich dem anderen Sklaven gerade eben auch schon gesagt. Dann wollen wir mal eben runtergehen. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Mal wieder. Eine Kuh! Und es kommt noch schlimmer. Milchkuh. Aber trotzdem geht das nicht so weiter. Veteranensöldner, angehende Söldner. Leon, hallo Leon. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es. Ich bleibe auf dem Hof hier. Und es kommt noch schlimmer. Irgendwann ist auch das vorbei. So, hey Dennis. Wie sieht's aus, Arena Champion? Oh, die kennen uns anscheinend hier. Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Bradley braucht neue Sklaven. Alles klar, nimm dir mit, was da ist. Sag Bradley, er soll die Sklaven nicht so schinden. Ich kann seine Leute kaum noch gebrauchen hier auf dem Hof. Okay. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Okay, ja, das ist ein Jagdjob. Kein Wunder. Ich kümmere mich um die Wölfe. Eine Sache noch. Die Biester sind verdammt clever. Sie müssen sich irgendwo versteckt halten, solange es hell ist. Ich glaube kaum, dass du sie in freiem Gelände erwischen wirst. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo in der Nähe von Monterra eine Höhle haben. Es sind nur Wölfe. Ich werde sie schon finden. Hoffentlich.
Okay, das ist eigentlich kein Problem. So 4, 5, 6, 7, 8 Wölfe. Also ich weiß nicht, 4, 5 Wölfe mit Sicherheit. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ja, ja. Du solltest jetzt gehen. Die beiden Sklaven sind alles angekommen. Ich will keinen Ärger haben. So. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht! Die Schinderei bei den Ausgrabungen halte ich nicht mehr aus. Ich habe damit kein Problem. Na gut. Was hast du anzubieten? Ich könnte dir was verraten, was dir in der Hierarchie der Söldner weiterhelfen wird. Das brauche ich nicht. Ich habe damit kein Problem. Und es kommt noch schlimmer. Du gehst jetzt zu den Ausgrabungen, sonst mache ich dir Beine. Schon gut, schon gut. Bin ja schon weg. Ich werde einfach abwarten. Neue Quests, Sklave Lehnen arbeitet wieder im Tempel. Jo. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Die Selbstgefälligkeit kommt dir teuer zu stehen. Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht schicken sollte. Ich könnte dir verraten, wo du einen Schatz findest. Schluss jetzt, ab mit dir zum Tempel. Ja, ja, bevor ich mich schlagen lasse. So. Haben wir hier noch einen? Mann, was willst du? Geh jetzt besser. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder hoch zu dem anderen Kerl, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Halt deinen Mund, Sklave. Wir wollen dann tatsächlich mal eben ganz kurz dahin gehen. Hey, du da. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Einige Dinge werden sich so niemals ändern. Der Sklave Leon arbeitet wieder im Tempel. Gut. Der Sklave Kelvin arbeitet wieder im Tempel. Gute Arbeit. Hier hast du ein paar Münzen. Einige Dinge werden sich niemals sehr, ändern. Sehr, sehr gut. 60 Rufen Montera haben wir schon. Krass. Aber man kriegt, also man sieht generell, dass man hier sehr wenig Ruf kriegt. Das heißt, man hat hier viele Quests zu erledigen. Okay. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Quests in Montera? Wir haben den Stein noch nicht gefunden. Wie loyal sind die Ork-Söldner? Wie geht es Mason? Betreibe den müden Söldner. Suche den Waldläufer-Anwärter. Finde die streunenden Wölfe. Basil sucht seine alte Goldschatulle. Ich glaube, also Mason finden wir wahrscheinlich erst in der, im inneren Ring. Ich muss mich eben ganz kurz räuspern. So, da bin ich wieder. Ja. Hör bloß auf mit Wer bist du denn? Hab gehört, du bist der neue Arena-Champion in Montera. Gratulation, das ist schon was. Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Was? Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sag ich dir. Wenn alles läuft, interessiert es keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Aha. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Und sonst noch? Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof am besten. Ach was. Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Na, das ist doch kein Problem. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Was hältst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Marek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marek nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Level up. Wer ist wo dran? Ich will mitkämpfen, ich will sie platt machen. Erfahrung. Ich kann den Ork da nicht.
Ah! Orak! Hey, Mora, warum schleichst du hier herum? Wegelager greifen an. Wir müssen die Stadt verteidigen. Er hat einen Sklaven umgebracht. Oh, der hat sogar zwei Sklaven umgebracht. Okay, irgendwas wollte uns da gerade... Ein Bastardschwert für uns. Hallo Milchkuh. Tja, wir haben die Erfahrung von den ganzen Leuten hier abgestaubt und wir haben keinen anderen getroffen. Also wir haben nicht mal irgendwelche Sklaven getroffen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich mag hier diese leichten Angriffe. So. Das war mal eine entspannte Abwechslung. Hi, Marek. Warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Du musst uns schon ein wenig unter die Arme greifen. Wer sagt denn, dass ich das will? Ach, du wirst schon das Richtige tun. Da bin ich mir sicher. Schade. Ich dachte, da gibt es noch irgendwas Interessantes zu hören. Naja gut, dann wollen wir doch am besten mal an sich irgendwie diesen Regen deaktivieren, aber das geht ja leider nicht. Also suchen wir nach den Milchfässern. Milchkuh und Huhn. Eine Heilwurzel für uns. So, das heißt suchen. Das waren, glaube ich, 5 oder 6 Kannen. Wow, einmal Reis. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Na komm. Ich hab's noch nicht eine einzelne. Ach, das sind Milchfässer. Oh, die sind ja solche kleinen Dinger. Ich glaube, wir sprechen mal Dennis an. Hast du nichts zu tun? Okay, Dennis können wir nicht ansprechen. Sind zwei... Nochmal ganz kurz, wie viel brauchen wir? Einige Probleme erledigen sich. Was brauchst du denn? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. 5. Zwei haben wir. 3, 4. Das hätte ich dir vorher sagen können. Boah, ich möchte eben ganz kurz mal versuchen, den Regen wegzuhauen. Oh, danke. Das ist noch schlimmer als in Minecraft. Abgesehen davon, dass der Regen hier die Performance nicht beeinflusst. Aber er ist laut und er ist nervig. Ja, ist ja gut. Da ist das 5. Milchfass. Okay, dann müssen wir jetzt zu dem Hof im Norden. Und nebenbei noch diesen Eisenhalm. Ich dachte, da vorne wäre ein Wildschwein, aber das ist nur ein Stein. Hier um Montera herum ist, glaube ich, gar nichts an Viechern. Also hier so in der direkten Umgebung. Ah! Ich komme! Bringt sie nicht ohne mich um! So macht man's! Hab ich die Erfahrung jetzt gekriegt? Ich glaube nicht. Da ist noch einer. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Oh ja. Psst. Hey du, du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Und wenn es so wäre? Schon gut, dann will ich nichts gesagt haben. Das scheint wohl gerade das Schwere, das Falsche gewesen zu sein. Hey du! So, ja, brat dir neben der Leiche eines anderen Kerls mal eben ganz schnell ein bisschen Fleisch. Das macht man ja häufiger mal so, die Leichen zu beseitigen. Weizensack.
2 von 15. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit. Nicht in diesem Ton, Bürschchen. So. Noch ein Anwärter auf meinen Posten, was? Das können wir gerne bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutieren. Dir werde ich's zeigen. Okay. Leute, es gibt einen... Giovanni Elba hat keine Chance mehr gehabt. So. Mein Freund. Also, haben wir bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutiert. Und man sieht, meine Argumente waren schlagfertiger. Irgendwann ist auch das vorbei. Können wir nebenbei noch in Weizensäcken suchen. Weizensäcke. Hier sind noch ganz viele. Komm, nehmen uns die mit. Immer auf die Knochen. Wer hat das denn rausprovoziert, hä? Wer? Da vorne ist ein Wildschwein. Da vorne ist sogar mehr als ein Wildschwein. Uah, ich muss rüberspringen. Zack. So, umdrehen, Pfeil. Und daneben. Kommt noch ein Angriff. Also, noch einen ordentlichen Angriff. Nicht wieder vorrennen. Komm, jetzt kann ich schießen. Dem hast du es gezeigt. Ihr müsst euch dann natürlich auch um dieses scheiß Wildschwein rumgruppieren. Lass mich in Ruhe. Oh, du bist gar nicht der andere Kerl. Ach, hier sind noch Weizensäcke. Mach dir keinen Ärger, ich will doch nur Sachen einsammeln. Hey du! Verschwinde endlich! Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Wegelagerern zu schlagen. Entspann dich. Ich will für dich arbeiten. Ach was? So einen Störenfried kann ich hier nicht gebrauchen. Ich habe Besseres zu tun, als auf jemanden wie dich zu achten. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Tja. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Okay. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Erzähl mir was über Marek. Er ist Orksöldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Tja, manche haben es eben drauf. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du dem Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Das ist die Burg Gotha, glaube ich. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Tja, nur zu. Das will ich sehen. Natürlich. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn hier? Gerste. Zum Brauen von Bier benötigt. Hopfen und Gerste. Rezept Bier. Ha. Bier, Mana plus 5%. Okay, das können wir getrost links liegen lassen und weiter nach Weizensäcken suchen. Und wenn wir diese Weizensäcke haben, dann nehmen wir uns mal die Kornliebe vor. Wie viele Weizensäcke haben wir bisher? 7. Weizensäcke. Wo versteckt ihr euch? Haben die hier nicht irgendwie sowas wie ein Lager?
Flammenbeere für uns. Ich weiß, Mann, ich weiß. Oh, ein Alchemietisch. Gut, da könnten wir sich ein gutes altes Bier brauen. Ach, wo sind diese gottverdammten Säcke? Ich suche die immer und immer und immer und immer wieder. 10 Jahre lang. Schlange. Wow. So, Weizensäcke. Hier ist nur ein alter Dieb. Richtig, aber trotzdem gibt das nicht so weiter. Die hier haben wir schon. Ich wollte eigentlich an dem Turm gucken, bis mich dann die Wildschweine da angegriffen haben. Ah, da geht's rein. Hier ist doch alles voller Weizensäcke. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ganz ehrlich, das ist doch irgendwie so ein bisschen dämlich. Hier ist auch nichts. Da sind keine Viecher mehr. Und hier ist auch nichts. Hier waren wir auch schon. Ja, es ist ja ganz toll. Wofür wir zu den Weizensäcken. Richtig, aber trotzdem geht das nicht weiter. So. Am besten du hältst dich da raus. Gut, dann wollen wir tatsächlich erstmal nach den Korndieben im Norden gucken. Das dürfte Norden sein, oder? Es ist Norden, es ist Norden, es ist Norden, es ist Norden. Wollen wir mal hier hingehen? Ich nehme auch nicht alles an Kräuter mit, wie ihr, glaube ich, seht. Ich lasse einfach ein paar Sachen liegen, weil es doch sehr, sehr zeitaufwendig wäre, wirklich alles mitzunehmen. Ich dachte, hier hätte sich etwas bewegt. Das war allerdings nicht der Fall und deswegen... Da unten war ein Snapper. Mistvieh. Scheiße. Müssen weg. Die halten noch zu viel für uns aus. Da benötigen wir einen besseren Bogen. Naja. Gut, deswegen suchen wir es einfach mal weiter nach den Dieben. Snapper sind nämlich schnell und stark. Den kann man am besten mit 2 Klingen entgegentreten. Nur da wir keine 2 Klingen haben, sondern nur einen dämlichen Wildschwein. Ich wollte gerade in diese Richtung abhauen. Zack. So, ist schon gut Musik. Ich bin da schon durch. So, dann gehen wir mal... Dann gehen wir die Snapper einfach mal. Wenn ich denn wüsste, wo sie sind. Ja, da hinten. Dann umgehen wir die einfach mal. Ich hoffe mal, dass wir die umgehen können. Aber es sieht nicht so aus. Schade. Gut, dann würde ich mal sagen, speichern und auf sie mit Gebrüll. Wir haben auch nicht mehr viele Feuerpfeile gefunden. Das war, glaube ich, ein dummer Einfall, aber egal, komm, wir versuchen es trotzdem mal. Nix da, Snapper, nix da, Snapper, nix da, Snapper. Komm her. Ah, wir haben den Snapper. So, nochmal. Snapper haben Zähne, Snapperleder und rohes Fleisch dabei. Okay. Das waren die... Monty. Mario Monty. Obwohl, der ist kein Dieb. Egal. Dann wollen wir dem mal entgegentreten. Hallo, Monty. Da oben ist ein Snapper. Das heißt, ich darf nicht zur Seite hin ausweichen. Vorsichtiger Korndieb. Das sind viele. Ja, egal. Komm her.